Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir hatten jetzt, beziehungsweise wir sind immer noch auf Monsterjagd, sage ich jetzt einfach mal. Also Orkjagd, Echsenjagd, Snapperjagd und so weiter. Und wir haben uns hier Kavalorns Hütte als Base gesichert, damit wir von da aus immer wieder uns erholen gehen. Und dann die ganzen Echsenmenschen hier auseinandernehmen. Und Orks. So, kommt er jetzt auch? Da hinten? Da ist nichts zu. Da ist nichts zu. Der müsste jetzt auch eigentlich kommen, oder? Der sieht uns gar nicht. Und was ist denn da drinne? Ich sehe da irgendwas bei ihm. So. Da ist nichts zu. Was ist denn das? Ach, das ist ein Lurker. Nee. Das ist eine Sumpfratte. Kommen die überhaupt hier hin? So, das nehmen wir alles mit. Ich speichere einmal. Gab es hier nicht noch irgendwo eine Dings? Jetzt du, komm. So, der hat mich jetzt auch im Visier. Komm her. Haben wir alle. Ah, in dem Blatt hänge ich hier fest. So, eine Blutfliege haben wir hier noch. Ja, komm her. Ernsthaft an den Blättern hänge ich hier fest? Hier ist aber auch extrem dunkel, muss ich sagen. Ah, okay, das ist die Höhle. So, die Sumpfreihe haben wir erledigt. Boah. Warum ist das hier so dunkel? So, ich speichere nochmal. Was ist denn das? Was ist denn das, was da jetzt auf uns zukommt? Ernsthaft? Wer kommt hier angeschissen? Und den kann ich jetzt nicht einmal mehr looten. Oh, oh, oh. Hä? Was war das denn jetzt? Nichts zu holen. Ich speichere nochmal. Schau ich mal, ob ich den da auch noch erledigt bekomme. Da ist noch ein Drache. Hat er mich im Visier?
Tatsache, der hat mich im Visier, der geht auf mich los. Bin ich überhaupt in der Lage, den zu bekämpfen? Ich will nur den Echsenmensch haben, ja? Der ist hinter mir, ja, verdammt. Aber der kann nicht mehr auf mich schießen, ne? Okay, den einen Echsenmensch lassen wir in Ruhe. Was sind da jetzt so am lila Leuchten? Da ist nichts zu holen. So, ich schau mal, ob ich irgendwie wieder zurückkomme. So, denn das ist jetzt der zweite Drache, den wir jetzt gefunden haben. Unter der Orkstadt quasi. Ich will mal schauen, ob wir schon in der Lage sind, den kaputt zu machen. Den ersten Drachen. Deswegen werden wir jetzt erstmal pennen gehen, bis das Leben voll ist. Am nächsten Morgen. Und dann den Drachen angreifen. Einfach nur um zu gucken, können wir den überhaupt besiegen. So, bis zum nächsten Morgen. Ich speichere aber hier, weil... Sollten wir den nicht bekämpfen können, weil uns die Waffen fehlen oder sowas. Also wir nicht die richtige Waffe haben. Oder nicht den richtigen Zauber oder sonstiges. Was ist denn das für ein Lagerfeuer eigentlich? Normales, okay. Ich dachte zumindest, wenn da eine Fackel wäre, dass wir das einsammeln könnten. Aber okay, wir haben uns schon mal den Weg zu unseren ersten Drachen, den zweiten, den wir insgesamt gefunden haben, aber den ersten Drachen, freigeboxt, kann man sagen. Jetzt nur die Frage, können wir ihn auch besiegen? Ich würde zur Not aber auch hier vorne einen zweiten Speicherstand machen. So, hier speichern wir mal auf die 2. So, der ist jetzt am Schießen. So, hat er noch Mana? Braucht er Mana? Wie? Warte. Pandrodor. Okay, das wird wohl nichts. Kann ich hier trotzdem looten? Ja, anscheinend. Jetzt guckt er mich böse an. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Schatullen eigentlich. Wir haben glaube ich nicht die richtigen... Oh, ein Echsenschwert. Wir sind nicht richtig bewaffnet dafür. Aber wir können uns den Weg zu den Echsen... zu den Echsen...
zu den Drachen allesamt freikämpfen. Das ist der erste von, keine Ahnung wie vielen Drachen, zwei, die mir bekannt sind auf jeden Fall. Ist nur die Frage, wie viele gibt es denn insgesamt? Gehen wir von aus vier vielleicht. Also ich gehe wirklich aus, dass es vielleicht vier Drachen sein können. Also einer hier im Sumpf, also im Orkgebiet. Und einer da im neuen Lager war. Da könnte vielleicht noch einer da bei Xardas Turm sein, irgendwo in der Nähe, also den alten Turm. Gehe ich mal von aus, wenn das stimmen sollte. Und einer da bei den, das könnten mehr sein vielleicht. Im Sumpflager glaube ich nicht mehr, dass da irgendwie was sein könnte, weil das ja abgesperrt ist. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal speichern. Schlafen meine ich. Speichern brauchen wir jetzt nicht nochmal. Obwohl, doch, wir haben einiges eingesammelt. Warte mal, was haben wir eingesammelt? Lederbeutel auf jeden Fall, Olafsbeutel. Hier, sehr viele mit 50 Münzen. So, und hier nochmal. Und hier nochmal. Diegos alter Lederbeutel. Ja, den haben wir auch. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall pennen. Bis zum nächsten Tag. So. Das wird unsere Operationsbasis, von wo wir das komplette Minental hier freiräumen, befreien werden. Von Orks und... Also von Orks, von Snappern, Drachen, Echsenmenschen, Sumpfratten, Blutfliegen und was es hier nicht alles gibt. Warte mal, ich speichere vielleicht jetzt nochmal. Und gucke hier oben. Hier ist... Können wir eigentlich zu dem Turm? Ja. Zum Turm können wir noch. Rohstahl, perfekt. Nice, das nehmen wir alles mit. Okay, aber ich glaube, oben gibt es nichts. Da gab es auch im ersten Teil nichts, meine ich. Aber okay, jetzt gehen wir los. Hier die Seite schon mal von den Orks und so weiter befreien. Ach, nur der eine kommt jetzt? Perfekt. Gehen wir mal hier hin. So, die Blutfliegen. So, und der auch noch. So, nochmal speichern ist wichtig, weil wir können jederzeit aus Versehen einen kleinen Fehltritt machen und dann ist vorbei. So wie jetzt zum Beispiel. So, da war es zum Beispiel. Da war es jetzt ganz schnell vorbei.
Daher würde ich vielleicht mal gucken, dass wir nicht vielleicht doch von der Seite erstmal den erledigen. Oder warte mal. So, die Feldräuber da hinten können wir auch gleich. So, dich mache ich fertig. So, das nehmen wir mit. Und wir gehen noch mal hier ein paar Meter weiter, damit wir hier in Sicherheit sind. Ich könnte eigentlich auch mit Dingens, mit Feuerregen einmal durchrennen. So. Aber will ich das wirklich mit Feuerregen durch? Weil auf diese Art, klar dauert es ein bisschen länger. Ich mache auch diese Folge jetzt ein bisschen länger, um die alle hier auszuschalten, zu dezimieren. Weil ich glaube, jetzt in letzter Zeit mache ich wirklich öfters mal längere Folgen. Aber ich mache das aber auch, weil ich mir denke, es könnte vielleicht ein bisschen zu langweilig sein, wenn ich jetzt 3, 4 Folgen am Stück hier nur auf Orkjagd gehe, jetzt als Beispiel. Ja, das könnte spannend werden. Ja, das wird spannend. Okay, gegen 2 könnte es noch gehen. Okay, das haben wir noch hingekriegt. Wenn da noch ein dritter gewesen wäre, das hätten wir nicht überstanden. Aber jetzt müssen wir definitiv einmal wieder ins Bett gehen. In unsere Basis. Ey, das ist aber... Das ist jetzt unsere Strategie. Und wir schalten nach und nach alle aus. Von hier aus kriegen wir wirklich das komplette Lager, also das komplette Minental, befreit. Beziehungsweise bis wir dann das nächste Bett finden. Von wo aus wir nicht so viel Laufen brauchen. So, ich speichere noch einmal. Wir haben ja jetzt wieder alles voll. Hier sind noch Pilze. So, aber das ist wirklich das Schlauste, was wir machen können, finde ich. Also ist wirklich meiner Meinung nach das Schlauste, dass wir immer wieder hier zurückgehen und dass ich die Folgen dafür dann ein bisschen länger mache, um die hier auszuschalten. So, okay, nice.
War das mein Trank? Hatte ich den mal hier aus Versehen liegen lassen gehabt? Oder kam das von einem der Orks? Das speichern wir auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage. Wie machen wir das mit denen? Gegen den Elite und... Ich will nicht gegen beide gleichzeitig antreten. Ja, das wird definitiv. So, das hat nicht geklappt. So, wie sieht's da aus? Da vorne müsste jetzt auch nur noch einer übrig sein. Warte, was haben wir denn da? Eine Spruchrolle, perfekt. Und nochmal Blauflieder. So, den kriegen wir. Gab's hier noch welche? Von Gegnern? Ich höre hier Fleischwanzen, wo? Da. Okay, da vorne, das könnte problematisch werden. Was haben wir hier? So, nochmal speichern, bevor wir da hingehen. Beziehungsweise, ich könnte schauen, dass ich... Das sind jetzt ein paar viele. Das sind sehr viele. Ich sehe zu, dass ich auch ein bis zwei von denen komme. Ein bis zwei, nicht gleich vier. Das ist doch noch immer ein bisschen viel. Okay. Das. Okay, das hat noch geklappt. Perfekt. So, der Rest ist auch nicht weit. Von denen. Mal gucken, wie viele ich noch von denen hier rüber kriege. So, ich habe aber so das Gefühl, hier ist noch irgendwo was. Dass ich den nur nicht sehe. Könnte aber auch mich um die Barks hier zuerst kümmern. Wie viel haben wir noch? Also wie viele Punkte? 248.000. Und wir haben 12 Lernpunkte wieder. So, ja. Okay, das. Okay, das hat wenigstens geklappt mit denen. So, den da. Hm? Nein, nicht springen, nicht springen. Ah, Wagfell hatten die auch noch. Okay.
So, nochmal speichern und dann mal gucken, ob wir den nächsten auch noch angelockt kriegen und ausgeschaltet dann. Warte, das ist ja der. Der hier oben. Ich glaube, ich. Das sind jetzt wieder zu viele. Den Elite will ich jetzt auch nicht. So. Okay, jetzt müssen wir aber safe nochmal schlafen gehen. Das werden wir sonst nicht. Den nächsten würden wir sonst nicht überleben. So, ich bin am Überlegen, aber auch, wo machen wir zuerst frei? Vorn herum oder hinten rum? Von der Burg. Von der Belagerung. Alles frei. Denn ich meine eigentlich, vorn herum würde mehr Sinn machen. Obwohl, wenn wir nach und. Wir können auch einfach von beiden Seiten herum, bis auf der einen Seite wir ein Bett finden. Falls auf der einen von beiden Seiten da irgendwo ein Bett ist. So, aber wir speichern noch einmal. Wir sind ja wieder voll. Ja, das wird definitiv mal eine längere Folge. Also, wieder mal. In letzter Zeit mache ich öfters längere Folgen, wirklich. Also, liegt aber auch ein bisschen an Starfield, weil habe mich an Starfield so dran gewöhnt, so auch mal Stunde Folgen zu machen. So. Wen von beiden kriegen wir zuerst? Okay, das wird wohl nichts. Nee, das wird nichts. Wir brauchen nur einen von denen. Ich will nur einen von denen haben. Es kommen tatsächlich aber beide. Warum kommen beide? So, kann ich einen von denen schon anlocken? Ach, nö. Wenigstens einen von denen, ja? Ja! Okay, nice. Beide geschafft. So, wo ist sein Schwert? Da, orkisches Kriegsschwert. Jetzt müssen wir definitiv nochmal pennen, aber wir haben beide geschafft. Der Seite. Das war aber auch eine Herausforderung.
So, das heißt dann jetzt nochmal pennen, speichern. Gucken, dass wir stärker werden. Wir haben ja 117 und unser aktuelles Schwert, das braucht... Das ist aber eine Einhandwaffe. Das ist der, den ich als nächstes haben will. Oder die Drachenschneide. Ich wünschte, wir wären gut in Einhandwaffe gewesen. Dann wäre das jetzt perfekt. So, nochmal speichern. Und wir wollen weiter los. Machen wir hintenrum da wieder weiter alles frei. Ich mag das jetzt gerade. Eigentlich ist es eine gute Strategie. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Es tut mir wirklich leid, wenn ich das ein bisschen langweilig mache. Dann machen wir draußen einen kleinen Podcast. Wir reden ein bisschen darüber, was wir machen, wie wir das hier gestalten, sagen wir mal so, den Kampf. Erzähle ich ein bisschen einfach. Komme ich auch relativ spät, nach einer halben Stunde, dass ich sage, dass das hier ein Podcast sein wird. Bin ich super. So, die Blutfliege. So, hier alles mitnehmen. Hier auch nochmal alles mitnehmen. Heilkraut nehmen wir mit, die Blauflieder nehmen wir mit. So, wie sieht's mit den Ork da aus? Der kommt wenigstens allein. Der ging aber flott. So, nochmal speichern. Gucken wir mal, wie es mit dem nächsten aussieht. Den müssten wir auch... Ja, hintenrum scheint das... Goblins. Das sind Erfahrungspunkte. So. Gibt es da noch mehr? Oder gibt es hier irgendwas anderes? Abgesehen jetzt von den Heilkräutern. So, dann speichern wir nochmal. Wie viel brauchen wir noch für das nächste Level? Noch 4000. Kriegen wir hin, ne? Doch nicht gleich alle. Autsch. Ja, der darf gerne kommen. Nichts, da ist nichts zu. So, und hier haben wir noch ein paar Kräuter vergessen. Wie auch immer wir das hingekriegt haben. So. Nichts zu plündern. So, wenn wir nochmal alle angelockt kriegen, müssen wir darauf achten, dass wir jetzt nur ein bis zwei kriegen und am besten nicht die Elite-Dinger. Das sind mir immer noch zu viele. Das sind jetzt gleich drei von denen. Fällt mir gerade gar nicht.
Ach nö. Nee, nur du. Nur einer. Hallo, einer hier geblieben. Ach, leckt mich doch am Arsch. Warum gleich alle drei? Jedes Mal. Nein! Ich hätte wirklich... Das wäre so schön gegangen jetzt. Wirklich. So, erstmal anlocken. Mal gucken, wie wir das dieses Mal schaffen. Okay, ein Elite-Krieger. So, den haben wir geschafft. Jetzt müssen wir uns wieder ausruhen, na toll. Aber okay, wenigstens haben wir einen der Elite-Dinger da gekillt. Das heißt, wenn die Elite-Dinger weg sind, können wir auch gerne zwei von den anderen dann nehmen. Von den normalen Orks. Ich weiß jetzt nicht genau, wie stark die Schamanen sind. Weiß ich jetzt nicht mehr. So, aber auf diese Art und Weise können wir die alle nach und nach dezimieren. So, ich speichere noch einmal. Ohne Speichern komme ich hier nicht weit. So, kriege ich gleich auch wieder alle. Oder schaffe ich es dieses Mal nur einzeln welche anzulocken? Ich glaube, es werden wieder alle kommen. Vor allem hier sind auch so viele von denen gleich. Wenigstens lassen die Schamanen einen Ruder hinten und bleiben, also rennen nicht hinterher. Okay, das sind dieses Mal zwei. Nein! Ich würde gern richtig fluchen, aber naja, YouTube macht da schon ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man flucht. So, aber dieses Mal kriege ich es hin, oder? So, ich renne direkt drauf los. So, mal gucken, wen ich dieses Mal behalte von denen.
Ach nö. Wieder zu viele auf einmal. Scheiße. Ja, wie mache ich das dann mit denen jetzt? Kann ich auch mit der Armbrust die alle umnieten da? Oder einen zumindest anlocken? Ich vermisse meinen glitzernden Armbrust auf jeden Fall. Aber wenn ich zumindest einen damit immer anlocken könnte. So. Sagen wir mal, ich will mit dem anfangen. Ja. Okay, wir können damit einzeln anlocken. So, nochmal speichern. Versuchen wir mal den anzulocken. Okay, das war vielleicht doch nicht die schlaue Idee jetzt. Leck mich doch. So, okay. Wenn ich es jetzt noch einmal versuche. Vielleicht mit denen da hinten. Der scheint da sympathisch allein zu sein. Komm. Den kriegen wir hin, okay. Da ist nichts zu. So, das heißt, das können wir nochmal speichern. Und den können wir vielleicht auch nochmal. Anlocken. Komm, den will ich haben. Okay, der wird nix. Nicht von der Entfernung. Kann ich den zumindest anlocken? Ach, komm schon. Ich bleib mal stehen. Ja. Der ist allein, der kommt zu uns. Den kriegen wir. Perfekt. So, das heißt, das können wir nochmal speichern und den nächsten jagen. So.
Können wir den vielleicht anlocken? Oder den? Ja, das... Gucken wir mal. Die müssen jetzt gleich jeden Moment stehen bleiben. Okay, wenn wir jetzt uns noch ein bisschen weiter von dem da entfernen. Perfekt. So, ist er noch in der Nähe? Ja. Das heißt, wir können jetzt nochmal speichern und den da holen. Den können wir noch schnappen. Oder auch nicht, der ignoriert uns einfach. So, jetzt aber. Der andere Ork lässt uns in Ruhe. Alter, wie geil. Jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, das können wir jetzt wieder speichern. Ja, ich speichere jetzt wirklich nach jedem einzelnen Ork. Vor allem auch 559 Leben haben wir insgesamt eigentlich Maximum. Wenn, aber das war jetzt ein Fehler. Oh, da sind immer noch sehr viele. So, jetzt kommen die alle. Jetzt kommen sie alle. Hier muss erstmal die ganzen Ork-Krieger hier loswerden. Perfekt. So, nochmal speichern. So gehört sich das auch, wenn wir die alle jetzt erledigt kriegen. Oder erledigt kriegen wollen. Autsch. Aufgestiegen, perfekt. So, speichern. Das heißt, wir haben jetzt 22 Lernpunkte wieder. Perfekt, nice. Das heißt, wir könnten dann 5 mal Stärke wieder bekommen. Dann wären wir bei 122. Mit, warte, 122 könnten wir dann den noch nicht nehmen. Okay, schade. Dum, 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 dum. Boah, aber ey, wir kriegen das hier langsam, aber wirklich bisher ganz langsam. Aber erledigt, sagen wir so.
Dunkelpilz. Hier haben wir. Ernsthaft? Hier hatten wir Pilze vergessen? Ich habe aber auch so das Gefühl, die Schwerter. Wäre Erz Zweihänder. Die Orkwaffen sind ja richtig miserabel. Der grobe Zweihänder gefällt mir vom Aussehen her am besten. Beziehungsweise die Drachenschneide würde ich gerne auch haben wollen. 160, das wird noch eine Aufgabe, das zu erreichen. Einfach mal 160. So, ich speichere noch mal hier. Den haben wir schon mal. Kriegen wir den auch noch angelockt? So, ich speichere hier jetzt nochmal, weil wir den ersten Ork-Schaman erledigt haben. Wo ist denn der andere Ork-Schamane hin? So, okay, den Elite-Krieger, den machen wir fertig. Den kriegen wir platt. Sogar ohne einen Treffer. Gut, holen wir uns den nächsten. So, wie machen wir das mit dem Ork-Schaman? Das war keine gute Idee. Schlau war das echt nicht. Ja, gut, dass wir gespeichert haben. Wenn wir jetzt richtig nah an den rangehen. So, okay. Der ist zwar bewaffnet, aber der kommt jetzt nicht. Okay, ist nur der eine. Nice. Wir werden immer besser. Wie sieht's aus für die nächsten? Da brauchen wir 280.500. Kriegen wir hin, oder? Kann ich den auch einfach ich will den Ork-Schaman hier. Nein, nicht den da, den. Ich treffe den echt nicht. Dabei bin ich schon so nah an ihm. Dann gehen wir auf den da los.
endlich! So. Nochmal speichern. Ich speichere echt viel zu viel, aber was bleibt uns anderes über? So. Okay. Wenn wir jetzt hier hingehen. Da ist er, okay. Jetzt kommen die anderen da. So, den machen wir platt. Komm. So ist optimal. Nochmal speichern. Ich hätte jetzt ganz kurz Panik gehabt, dass ich jetzt aus Versehen auf Laden gegangen bin. So, was ist mit dem da? Zickzack ist schon mal gut. So, dann können wir jetzt uns um den nächsten Ork kümmern, ne? Um den da. Okay, so auf die Art nicht. Aber vielleicht mit der hier. Gibt's da unten eigentlich auch Orks, ne? Ja, komm her. Komm. Keine gute Idee. Ich glaube, es wäre jetzt gut, wenn wir wieder schlafen gehen. Dann haben wir zumindest den nächsten Schamanen jetzt ausgeschaltet. Wir sind jetzt auch schon bei Tag 130. Aber wir kriegen die alle nach und nach erledigt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage wir dann da brauchen werden. Also Ingame-Tage. So, das heißt aber, wir kriegen wirklich nach und nach alle hier tot von denen. Und dass wir jetzt hintenrum anfangen, zuerst alle umzulegen. So, das heißt, jetzt können wir wieder speichern. So, nochmal speichern. Thank you.
So, mal gucken, wie lange wir diese Folge heute machen. Also, ich glaube, ich werde das auch in zwei Teile machen. Also, dass ich dann zwei Überlänge-Folgen mache, wo wir hier die Orks hier ausschlachten. Bin ja auch gespannt, wie lange wir dann dafür brauchen. Dann. So, jetzt haben wir aber nur noch den da. Oder? Und den da unten. Den will ich auch anlocken. So. Hier liegt auch noch eine Axt. Der war schon verwundet. Okay, das ist nice, wenn der schon verwundet war. Das heißt, dann für uns einfachere Arbeit. Autsch. So, hier haben wir schon mal alle. Ist eigentlich Dings noch da oben? Da oben hatten wir ja mal eine Höhle gehabt, die ich im zweiten Durchlauf entdeckt hatte, die ich im Stream gespielt hatte. So, wir können jetzt aber speichern. Dann würde ich da mal hochgehen wollen und gucken, ob die Höhle da noch existiert. Ach schade, der. Pech, goldene Schale. Notiz. Was ist denn das für eine Notiz? Dass wir auch noch, grüne Novize, Notiz. Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich. Das hier ist abschließend. Wichtiger Hinweis. Hier, Pfandbrief. Befehle. Was war denn das jetzt für eine Notiz? Eine Nachricht. Mir reizt, ich habe mich hier lange genug versteckt. Und wenn ich das Richtige mitgekriegt habe, ist die Barriere nun endlich gefallen. Es wird wohl kaum noch jemand nach mir suchen. Ich habe die Schnauze voll von dieser Höhle und dem ganzen Tal. Es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Gilbert. Ah, okay. Ja, den Gilbert, den haben wir auf jeden Fall im zweiten Durchlauf kennengelernt. Ich finde schade, dass ich den im ersten Durchlauf leider verpasst habe. Genauso wie ich im ersten Durchlauf auch die Chromanin-Quest verpasst habe. Das speichere ich auf jeden Fall. Wirklich schade um das Chromanin. Diese Schnitzeljagd und die Bücher. So, gibt es hier noch mehr? So, okay, wir gehen mal in die Richtung. Ach so, wir sind nur zu zweit. So, komm. Was? Was war das denn jetzt gerade?
keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist, aber... Ich hatte jetzt gerade ganz kurz Panik. Vor allem, es war alles komplett einmal kurz schwarz und auf einmal die Frames gingen richtig runter. Speichert habe ich ja jetzt. So, kriege ich den da angelockt? So, okay, nur den. So, mittlere Ork-Axt. Das können wir auch nochmal speichern. Und den nächsten will ich jetzt auch nochmal anlocken. Ja, das ist perfekt, wenn nur der jetzt kommt. Ja, nice. So, wo ist sein Schwert? Da. Das können wir auch noch wieder speichern. Jetzt haben wir einen Schaman und eine Elite. Erledigt. Ich habe mich jetzt echt gewundert, warum, wie nah ich jetzt da hingehen konnte. Okay, das sind jetzt erstmal zwei. Nicht so gut gelaufen. Vielleicht müsste ich doch noch mal nur einen anlocken. Hallo. Oh, Feldräuber. Feldräuber hätte ich kein Problem mit. Ja, kommt. Gucken wir uns mal die Höhle hier an. So, Trollfell, Snapperkraut, Aquamarin, was? Noch eine Steintafel? Perfekt. Bitte sag mal, es sei eine mit Skillpunkten. Für irgendwas. Da. Steintafel der Lebensenergie. Okay, nehmen wir mit. So, die Nachricht hatten wir schon gelesen. Das speichere ich nochmal. Okay, ist nur der eine da? Okay.
So, nochmal speichern. Ach, da. Da oben sind noch welche. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass jetzt die alle hier auf einmal kommen. So, den kriegen wir hin. So, seine Axt. Den da kriegen wir hin. Da brauchen wir auch nicht extra zu... Ey, wir haben die Seite schon mal komplett ausgeräumt. Fast. So, das heißt jetzt noch einmal speichern, noch einmal pennen und dann kümmern wir uns um den Rest von der Seite. Und die andere Seite können wir dann in der nächsten Folge machen. Gehe ich mal von aus. Wir sind auch schon bei Stunde 12. Aber, ey, das kriegen wir definitiv hin. Das ist, ist zwar jetzt ein bisschen langweilig gewesen, gebe ich ehrlich zu, obwohl vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine, für den einen oder anderen doch interessant gewesen. Hier haben wir aber auch noch nicht alles mitgenommen. Wolfsfell, Wolfsfell, Rohstahl, Wolfsfell. Ja, Zelte hätten wir vielleicht mal auch durchsuchen können. Hier haben wir ja noch eins, aber den machen wir in der nächsten Folge oder so. Ey, ich finde es aber super, wie stark wir mittlerweile sind gegen die Orks. So, das jetzt noch einmal schlafen, glaube ich. Hoffe ich. Dann haben wir von dem Tor bis zum anderen Tor einmal diese Seite komplett durch. Quasi befreit. Dann müssen wir das nur noch auf der anderen Seite machen. So. Und wir gehen rüber. Das wird auf jeden Fall interessant. Das wird spannend jetzt, finde ich. Also für mich persönlich, ich weiß jetzt nicht. Ja, egal. Also von der Story her werden wir so oder so noch weitermachen. Aber ich wollte jetzt zumindest die Orks hier, also die Burg hier befreit haben. Die Skillpunkte will ich sammeln. Wir sind ja bei 22. Uns fehlen noch 10.000 Punkte für die nächste Stufe. Und ich frage mich, wie wir das dann machen oder schaffen werden, auf 160 zu kommen. Vor allem da oben gibt es ja auch noch Orks und so. Hier die komplette Map ist ja voll mit Orks, wenn wir genau überlegen, die alle mit 300 Punkten sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob die auch respawnen, wenn ein neuer Kapitel ist. So, die beiden kriegen wir so hin, oder? So, umdrehen, den. So, das müssen wir auch nochmal looten.
Nice. Und dann können wir jetzt speichern. Und da dürfte jetzt nur noch der Schamane sein, ne? So hoffe ich doch, dass hier jetzt nur noch der Schamane ist. Nichts zu holen. Jetzt muss ich aber los. Vielleicht kriege ich den einen. Ja, den einen kriegen wir. Perfekt. So, dann können wir das sogar noch speichern. Können wir den einen auch noch da mitnehmen? Kriegen wir das auch noch hin? Warte mal, gibt es hier noch welche? Isona gibt es jetzt hier keine. Toll, der Elite muss auch noch kommen. So, ich will jetzt nur den einen haben. Nur den einen. Wenn die wieder in ihrer alten Position sind. Da warte mal, ich könnte auch gucken, gibt es hier noch welche? Okay, hier haben wir keinen mehr. Ah, das ist die alte Brücke. Warte mal, der komplette Wald ist weg. Der hier mal war. Und wo ist die Hütte, die hier mal war? Dort nehmen wir alles mit. Also die Ruine von der Hütte. Da fehlt mir jetzt was. Ach nö. Ich dachte schon, jetzt kommen beide. Speichern. Und dann holen wir uns jetzt den Elite. Den Elite-Dude. Perfekt. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Seite komplett von den Orks befreit. Ist jetzt nur noch die Seite übrig. Also von dem Tor bis zum anderen Tor. Aber halt. Und da oben müssten eigentlich auch noch welche sein. So, aber wir gehen jetzt erstmal zurück zu Kavalons Hütte. Ruhen uns da mal aus. Wir haben schon 132 Tage hier verbracht. Den Feldknütterich nehmen wir mit. Genauso wie die ganzen Pilze. Und dann
Ja, was machen wir dann? Also, ich glaube, wir fangen dann von der anderen Seite an. Weil da ist es dann näher zum Bett immer wieder. Ich bin schade, dass auf der Seite jetzt keine Betten waren. So, aber hier gibt es doch bestimmt auch noch was zum Einsammeln. Ja, Trank, Wagfell, noch ein Wagfell. So, schön alles eingesammelt. Boah, ich frage mich wirklich, schaffen wir das, die komplette Dings hier noch leer zu räumen? Klar, gegen die Drachen können wir jetzt noch nicht kämpfen. Das schaffen wir nicht. Da sind wir wahrscheinlich falsch bewaffnet oder so. So, aber wir können jetzt uns einmal ausruhen. Und dann planen für die andere Seite. Den Angriff, den Kampf. So. Ich frag mich aber wirklich, ob wir auch Bescheid sagen können, dass wir da alles leergeräumt haben von den Orks, freigeräumt haben. Und ich frage mich, wie haben es die beiden geschafft, hier hinzukommen? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Okay, nichts Neues. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Jetzt haben wir schon wieder fast anderthalb Stunden eine Folge gemacht. Aber das, das hat sich, glaube ich, eher mehr gelohnt. So, dann wenn wir nur ein und dasselbe machen. Anstatt wenn ich dann so eine Folge drei Folgen mache, dann besser lieber eine etwas längere, wo wir nur dasselbe machen, statt drei Folgen oder sechs Folgen, was das jetzt wahrscheinlich werden. Wo wir wirklich nur hier hin und her zu Kavalons Hütte gehen, zur alten Hütte von Kavalon und wieder dahin rüber. Dann ist das halt ein oder zweimal so anderthalb Stunden, wo wir das so durchziehen. Aber ja, dann haben wir das zumindest hinter uns und dann ist das halt nur eine oder zwei Folgen, die dann monoton sind. So, aber ja, ich erwarte auch nicht, dass diese Folge eine gute sein wird. Erwarte ich jetzt nicht. Aber zumindest eine lange. Aber ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!